Mit der Vorverlegung des Limes um 160 nach Christus wurde auch in Osterburken ein Kastell angelegt, das sich nur wenige hundert Meter von der eigentlichen Grenzlinie entfernt befand. Dieses Kastell wurde dann im fortgeschrittenen 2. Jahrhundert durch einen Annexbau erweitert und konnte somit mehr Soldaten beherbergen. Im Hintergrund sehen wir die Visualisierung des Kastelltors, des Seitentors des ursprünglichen Kastelles, das sich im überbauten Bereich befindet. Diese Kastelltore waren visuell ansprechend gestaltet, mit farbig gefassten Bögen, die Mauern waren weiß verkalkt und roter Fugenstrich wurde aufgemalt. Nach den Publikationen der Reichslimeskommission entstand in Osterburken eine regelrechte Römer-Euphorie. Im Zuge dessen wurden auch große Teile des Annexkastellens ausgegraben und die Mauern, wie hier am Südtor, wieder aufgemauert. Im Inneren entstand eine Parkanlage mit einem Ehrenmal, das 1897 feierlich eröffnet wurde und somit im Jahr 2022 sein 125-jähriges Bestehen feiert. An dieser Ecke des Annexkastells hat man bei Ausgrabungen mehrere hundert Pfeilspitzen und Speerspitzen gefunden, die von Germanen stammen, die das Kastell hier in der Mitte des 3. Jahrhunderts angegriffen haben. Osterburken hat natürlich nicht nur das Kastell zu bieten. 300 Meter östlich von hier befinden sich im Römermuseum die konservierten Reste von zwei römischen Bädern. Hier sind auch die berühmten Beneficaria-Weihesteine ausgestellt, die in den 80er Jahren entdeckt wurden. Dieser heilige Bezirk dieser besonders ausgestatteten Soldaten, die Polizeiaufgaben übernommen haben, ist einzigartig in der römischen Welt.